In diesem Video möchte ich über Luft reden, genauer gesagt über Druckluft und was mit Druckluft alles passieren kann. Es geht hauptsächlich um die Anwendung von Druckluftnaglern und Druckluft zum Abpusten und was dabei alles passieren kann, wenn man das falsch macht. Denn man kann da einiges falsch machen und dann wird Luft sogar gefährlich, denn wir reden hier über Druckluft, 8 Bar und ist mitunter nicht ohne. Ich fange mal mit dem an, was man eigentlich nicht machen sollte, laut BG, nämlich das Abpusten. Man kann jetzt zur Berufsgenossenschaft stehen, wie man will, aber sie gibt auch Heimwerkern sehr wichtige Tipps mit an die Hand. Kann man ruhig mal ein bisschen reinschauen. Und da gibt es auch Tipps oder Regeln, besser gesagt, zum Umgang mit Druckluft. Das Abpusten wird von der BG gar nicht mehr gerne gesehen, obwohl es natürlich in der Praxis immer noch gemacht wird. Man kann zum Beispiel seine Werkstatt mit Druckluft reinigen, man kann sich selbst mit Druckluft reinigen und da gibt es einige Gefahren, auf die ich hier einfach mal hinweisen möchte. Erstmal geht es um das Abpusten in der Werkstatt. Man möchte ja eine saubere Werkstatt haben und an manche Ecken kommt man eben mit dem Staubsauger nicht ran und da hilft Druckluft, den Dreck aus den Ecken zu pusten. Das kann man grundsätzlich machen, allerdings müsst ihr berücksichtigen, dass dabei natürlich sehr viel Staub aufgewirbelt wird und diesen Staub atmet ihr ein. Ich mache es zum Beispiel oft so, dass ich hier in meiner Werkstatt, wenn ich mal so eine große Reinigung mache, zum Schluss alles abpuste. Dabei ziehe ich eine Staubmaske an. Ich verwende so eine Halbmaske mit austauschbaren Filtern und meine beiden Luftfilter hier unter der Decke, die sind dann auch an. So kommt der Dreck aus den Ecken, aber nicht in meine Lungen rein. Und dann gehe ich aus der Werkstatt raus, lasse die Luftfilter noch ein bisschen laufen und am nächsten Tag komme ich in die Werkstatt und da ist es schön sauber. Dann gibt es natürlich noch die Angewohnheit vieler, sich nach der Arbeit abzupusten. Auch das ist laut BG im gewerblichen Bereich nicht mehr erlaubt. Ihr könnt natürlich zu Hause im Prinzip machen, was ihr wollt. Aber dann sollte man sich der Gefahren auch bewusst sein. Denn hier kommen bis zu 8 Bar, je nach Kompressortyp sogar mehr, an Druckluft raus. Und das kann für den Körper gefährlich werden. Beispielsweise, wenn ihr mit 8 Bar an irgendwelche Körperöffnungen kommt. Also Ohren, Nase, Mund. Und natürlich auch die Augen, da sollten keine 8 Bar zu dicht drankommen. Ihr könnt euch ja vorstellen, was passieren könnte, wenn ihr mit 8 Bar an eure Ohren geht. Also das gilt es natürlich zu verhindern. Ihr solltet also dann nicht zu nah an eure Haut rangehen. Und auch da lauern Risiken, 8 Bar direkt auf der Haut, das kann zu Verletzungen führen. Also wenn ihr euch abpusten wollt, dann bitte mit geschlossenen Augen, am besten Gehörschützer auf, dann sind die Ohren geschützt. Und weit genug wegbleiben von eurem Körper, sodass zwar eure Klamotten beispielsweise sauber werden, aber ihr das Risiko von Verletzungen durch diese Druckluft dann doch minimiert. Und natürlich sollte dann auch keiner neben euch stehen, der dann vielleicht zu nah an die Druckluft kommt. Also unterschätzt das Ganze bitte nicht, da sind schon schwere Unfälle passiert. Und neben der körperlichen Unversehrtheit gibt es auch noch Risiken, die so ein bisschen versteckt lauern, was das Abpusten von Dingen angeht. Gerade wenn ihr an Elektrowerkzeuge geht, da sollte der Staub eher rausgesaugt werden, statt reingepustet. Denn beim Abpusten von Elektrowerkzeugen, beispielsweise so einem Schleifer hier, wenn man da in diese Lüftungsschlitze reinpustet, kann es natürlich passieren, dass man den Dreck ins Gerät reinpustet. Also auch da solltet ihr ein bisschen drauf achten, wo und in welche Richtung ihr pustet. Und absaugen ist eigentlich die bessere Wahl. Was ich hier schon mal gerne mache, ist, dass ich den Teller abpuste. Denn da setze ich ja immer mal gerne Staub in diesen Klettbelag rein, dann haftet der schlechter. Und dann kann man den abpusten, aber immer vom Körper weg. Vielleicht nicht mit vollem Druck. Und wenn es euch zu viel staubt, dann zieht auch da eine Maske an. Also es hat schon seinen Grund, warum die BG diese Druckluftpistolen in Betrieben nicht mehr so gerne sieht. Denn hier lauern Gefahren, die vom Anwender gerne mal unterschätzt werden. Ähnlich verhält es sich auch mit solchen Druckluftnaglern. Das, was ich euch jetzt erzähle, bezieht sich auch auf Akkunagler oder Gaskartuschennagler. Denn auch da lauern Gefahren, die man vielleicht so auf den ersten Blick nicht auf dem Schirm hat. Druckluftnagler oder Klammergeräte, ich gehe mal kurz auf den Unterschied ein. Nagler verarbeiten, wie der Name schon sagt, solche Nägel. Und Klammergeräte, solche Klammern. Hier habt ihr einen herkömmlichen Nagel mit Kopf. Und hier habt ihr eben diese Klammern, kennt ihr ja aus dem Büro.
Die Klammern haben den Vorteil, dass sie Bauteile flächig besser andrücken. Nimmt man natürlich auch für Stoffe, für Leder. Polsterer verwenden das gerne. Nägel hingegen drücken eher punktuell, sind ein bisschen kleiner. Diese Geräte sind durchaus auch gefährlich, vor allem wenn sie falsch verwendet werden. Aktuelle Geräte haben immer eine Sicherung. Das heißt, sie lösen erst aus, wenn das Gerät auf den Untergrund aufgedrückt wird. Das heißt, einfach so mal abdrücken funktioniert in der Regel nicht, es sei denn, ihr habt hier vorne irgendwas manipuliert oder das ist defekt. Ihr müsst also euren Nagler erstmal auf euer Werkstück aufdrücken. Erst dann hat dieser Abzug hier eine Funktion. Erst dann passiert überhaupt was. Das verhindert natürlich versehentliches Abschießen von Nägeln, denn im Prinzip ist es dem Gerät ja egal, ob der euer Holz irgendwo festnagelt oder euren Finger. Und selbst kurze Nägel oder Klammern können schwere Verletzungen verursachen, denn ihr habt ja an euren Gliedmaßen nicht nur Muskeln, da gibt es ja auch noch Knochen und Sehnen. Und wenn so eine Klammer oder ein Nagel auf einen Knochen trifft, dann kann der den Knochen zersplittern. Das gleiche gilt natürlich auch für die etwas kürzeren Klammern. Wenn die an die richtige oder besser gesagt die falsche Stelle kommen, dann tut das richtig weh. Und wenn eine Sehne oder ein Blutgefäß erwischt wird, dann kann das auch mal schwerwiegendere Folgen haben. Ihr solltet also weder die Sicherheitsvorkehrungen abschalten noch irgendwie manipulieren, die haben schon ihre Berechtigung. Eine ebenfalls unterschätzte Gefahr ist die Gefahr von sogenannten Querschlägern. Kennt man vielleicht eher von Schusswaffen, aber auch bei Naglern und Tackergeräten kann das vorkommen. Denn ihr habt ja beim Holz keinen homogenen Aufbau. Je weicher das Holz ist, umso besser kann man das natürlich mit so einem Tacker verbinden. Aber wenn ihr beispielsweise Nadelholz habt oder Multiplex, das auch manchmal Äste enthält oder andere Fremdkörper, dann kann so ein Nagel, der doch relativ dünn ist, im Holz abgelenkt werden und kommt dann irgendwo raus. Und wenn ihr an dieser Stelle dann euren Finger habt, wo dieser Nagel rauskommt, dann geht der natürlich in den Finger rein. Wenn ihr also zwei Bauteile verbinden wollt, die schön bündig sein sollen, dann ist das keine gute Idee, die genau dort bündig zu halten, wo ihr auch euren Nagel reinschießt. Bleibt da also mit den Fingern weit genug weg. Das funktioniert dann trotzdem noch. Ihr könnt auch Zwingen ansetzen, klemmen, was auch immer. Aber direkt hier beim Kopf dieses Naglers haben eure Finger nichts verloren. Neben der direkten Gefahr durch den Nagel, der irgendwo hingeht, wo er nicht hingehen soll, gibt es aber noch eine weitere Gefahr, und zwar diesen Knall, der beim Tackern, beim Nageln entsteht. Knallgeräusche sind fürs Gehör mindestens genauso schlimm wie eine permanente laute Geräuschkulisse. Wenn ihr vielleicht im Schützenverein seid, dann kennt ihr das, ihr habt natürlich beim Schießen einen Gehörschutz auf. Und nichts anderes passiert ja hier auch, da entsteht ein Knallgeräusch. Und je dichter dieses Knallgeräusch an eurem Ohr ist, umso gefährlicher ist das für euer Gehör. Deswegen solltet ihr bei der Benutzung von solchen Druckluftnaglern immer einen Gehörschutz tragen. Eine zweite Gefahr, die so ein bisschen der Gefahr der Abblaspistole ähnelt, entsteht hier am Kopf des Naglers. Da tritt die Luft aus. Denn beim Nageln kommt ja ein kurzer Druckluftstoß auf diesen Kolben, der den Nagel dann ins Holz drückt. Und diese Luft muss ja wieder aus dem Gerät raus. Und das passiert genau hier. Und in der Regel könnt ihr diesen Auslass drehen, sodass der von euch weg zeigt. Es gibt immer mal wieder Situationen, zum Beispiel wenn man Deckenpaneele anbringt, da ist der Nagler relativ dicht am Kopf und somit auch am Ohr. Und dann solltet ihr diesen Druckluftauslass vom Ohr wegdrehen, damit da einfach nichts passiert. Kann theoretisch auch wenig passieren, wenn ihr einen Gehörschutz aufhabt. Aber auch ins Auge sollte dieser Druckluftstoß zum Beispiel nicht gelangen. Und genau aus dem Grund ist er eigentlich bei allen Geräten drehbar, sodass ihr den von euch wegdrehen könnt. Sein Druckluftnagler hat ja gewisse mechanische Bauteile, die sollten natürlich reibungslos funktionieren und dazu braucht es Öl. Wenn die nicht reibungslos funktionieren, dann verklemmt sich irgendwas, dann kann es auch wieder zu solchen Querschlägern kommen. Da geht im besten Fall euer Werkstück kaputt, im schlimmsten Fall verletzt ihr euch. Und das soll natürlich vermieden werden und deswegen brauchen diese Geräte auch ein bisschen Wartung.
Die sollten sauber gehalten werden. Ab und zu könnt ihr auch hier diesen Kopf mal öffnen, reinigen, ein bisschen Öl und Fett dran machen. Da gibt es aber in der Regel auch Wartungsanleitungen von den Herstellern, da kann man sich dran halten. Und was ich ganz praktisch finde, sind diese Mini-Öler hier. Die habe ich auf meinen Druckluftnaglern drauf. Und die versorgen diesen Druckluftnagler permanent mit etwas Öl. Ihr könnt natürlich einen Öler an euren Kompressor dran machen, dann habt ihr leicht geölte Druckluft. Das möchte man aber nicht immer haben. Manchmal stört das Öl einfach in der Druckluft, beispielsweise beim Lackieren. Und da finde ich diese Mini-Öler am Gerät gar nicht so verkehrt. Da muss man natürlich immer ein Auge drauf halten, dass da auch Öl drin ist. Und wenn da zu wenig Öl drin ist, dann füllt man die einfach nach. Und damit sind eben diese Druckluftgeräte immer mit ein bisschen Öl versorgt. Die Mechanik läuft besser. Die Geräte halten natürlich auch länger und funktionieren auch besser. Und ihr habt eben weniger Störungen, weniger Querschläge. Also wie ihr seht, geht von diesen Geräten schon die ein oder andere Gefahr aus, die man vielleicht vor allem als Laie gar nicht so sieht. Deswegen war es mir wichtig, auch mal auf diese Gefahren einzugehen. Und jetzt möchte ich euch am Ende des Videos aber auch noch zeigen, wie man es richtig macht. Erstmal müsst ihr euch natürlich überlegen, nehmt ihr besser solche Klammern oder besser Nägel. Für schmale Leisten oder Stoffe nimmt man in der Regel Klammern, weil die diese schmalen Bauteile einfach besser aufdrücken. Ihr könnt natürlich auch noch Leim dazugeben. Beim Arbeiten am Gerät gilt das gleiche wie bei Elektrowerkzeugen. Energieversorgung trennen, das heißt Druckluftschlauch idealerweise ab. Magazin füllen. Druckluft wieder dran. Ich weiß, das ist relativ praxisfremd. In der Regel wird das Magazin bei aufgesteckter Druckluft gefüllt. Aber es geht ja hier um Sicherheit, um maximale Sicherheit. Gehörschutz auf. Dann euer Bauteil positionieren. Finger weit genug vom Druckluftnagler weg. Nagler aufsetzen und festtackern. Ich habe jetzt hier schräg zur Maserung getackert. Dann schafft es der Druckluftnagler nicht, die Klammer komplett zu versenken. Mache ich das Ganze längs zur Faser, dann wird die Klammer versenkt. Hier habe ich den Druckluftnagler etwas schräg aufgesetzt. So sieht man das besser. Dann ist die Klammer auch schräg drin. Beim Arbeiten mit so einem Druckluftgerät solltet ihr das Gerät auch immer fest auf den Untergrund aufdrücken, damit sich nicht das Gerät nach oben drückt, sondern der Nagel oder die Klammer nach unten gedrückt wird. Auch den Unterschied zeige ich euch mal. Mit nur leichtem Druck jetzt und jetzt mit mehr Druck. Und auch diesen Unterschied erkennt man hier sehr deutlich. Beim Umgang mit Nägeln oder Stiften ist die Vorgehensweise ganz ähnlich. Ihr haltet eure Bauteile so, wie sie zusammen sollen, auch zusammen. Also in dem Fall hier schön bündig. Bleibt mit den Fingern weit genug weg. Druckluftnagler fest aufsetzen und abdrücken. Die Nägel sind schön versenkt, aber ihr habt gesehen, beim Abdrücken hat es den Nagler etwas nach oben gehoben. Denn das hier ist ein sehr hartes Material und dennoch hat er es geschafft, einen 40 mm langen Nagel durch diese beiden Multiplex-Teile hier zu schießen. Also hinter diesen 8 Bar steckt schon jede Menge Kraft und die sollte man nicht unterschätzen. Ihr habt wahrscheinlich bei mir in den Videos und Projekten Druckluftnagler und Tacker noch eigentlich kaum gesehen, weil ich sie auch selten verwende. Ich nehme sie eher für den Schablonenbau, wenn es mal irgendwo schnell gehen soll, nicht so drauf ankommt. Es ist in meinen Augen keine sehr hochwertige Verbindung. Das ist vielleicht auch ein bisschen ja, ein angelerntes Verhalten, wenn man so will. Denn im Möbelbau werden Nägel, Stifte, Klammern, egal ob jetzt mit Druckluft reingeschossen oder von Hand reingeklopft, eher selten verwendet. Aber vielleicht ist diese Denkweise auch ein bisschen überholt oder hochtrabend, um es mal so zu sagen. Und ja, vielleicht werde ich in Zukunft Druckluftnagler öfter in meinen Projekten einsetzen, denn sie sind schon eine enorme Erleichterung. Gerade wenn es darum geht,
beim Verleimen zum Beispiel irgendwas mal schnell zu fixieren. Vor allem, wenn man die Bauteile hinterher nicht mehr sieht. Also von daher, mal sehen, vielleicht gewöhne ich mich da in der Zukunft ein bisschen um und spare mir hier und da ein bisschen Aufwand und damit auch Zeit. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob und wie ihr Druckluftnagler und Klammergeräte einsetzt oder auch Akkugeräte, gibt es ja auch, wenn man keine Druckluft in der Werkstatt hat, und was ihr generell von genagelten Verbindungen im Möbelbau haltet. Und ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn in diesem Video wieder der ein oder andere Tipp für euch dabei war, der euch ein bisschen weiterbringt, der euch auch ein bisschen mehr Sicherheit in der Werkstatt bringt. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.